Willkommen zu Albion Online. Und ich habe euch ja in den letzten Folgen schon gesagt, dass ich alle möglichen Skillungen ausprobieren werde. Was wahrscheinlich nicht so effektiv ist, da man sich irgendwie, das Spiel sagt es ja auch, so irgendwie in eine Richtung konzentrieren soll und sich da dann hocharbeiten soll. Aber um überhaupt zu wissen, was ich spielen will, muss ich natürlich erstmal alles Mögliche ausprobieren. Und wir haben ja neben den drei Klassen, also Krieger, Jäger und Magier, halt auch noch verschiedene Skillungen. Also fünf an der Zahl, wie es soweit ich es hier geblickt habe. Denn das letzte ist ja halt immer so die Nebenhand, das Nebenhand-Item. Ja, fünf Skillungen. Und ja, dann würde ich sagen, gucken wir uns heute mal einfach im Mage-Baum den Priester an, und zwar den Heiler. Denn ja, da habe ich schon, ihr seht, Level 3, ja gut, ist jetzt nicht so viel, aber ich habe schon ein paar Mal geheilt jetzt. Das macht mir auch Spaß. Also anfangs war ich ja hier Fire Mage und habe jetzt auch schon ein bisschen den Krieger ausprobiert. Also den Axtkrieger und den Hammerkrieger. Wo haben wir es denn hier? Und ja, ich vermute mal, dass der Hammerkrieger, weil der eine Fähigkeit hat, die halt Aggro erzeugt, hier, dass das wohl eher so ein Tank-Item ist. Und der Axtkrieger ist, der hat Self-Heal. Man kann sich also heilen, deswegen denke ich, dass das vielleicht gut im PvP ist, aber was weiß ich. Aber darum soll es heute nicht gehen. Ach so, und ich habe auch herausgefunden, dass der Jäger halt auch eine Heilklasse hat. Er hat zumindest hier einen Stab. Nee, das ist ein Heilstab. Hier, nee, wo ist er denn jetzt hier? Hier, Naturstab. Und auch hier bei den Rüstungsgegenständen gibt es dann sowas wie Druide. Ne? Irgendwie. Okay, das ist Stoff. Ja gut, ihr wisst, was ich meine. Hoffentlich. Wenn nicht, guckt's hier nach. Wir wollen uns heute mal den Priester angucken. Und da bin ich umgeschwenkt von anfangs Einhandstab auf diesen Gottesstab. Denn er hat eine geile Fähigkeit. Und soweit ich es rausgefunden habe, werden hier größtenteils, denn man kann ja halt zusätzlich zu den verschiedenen Skillungen auch ab T4 noch eine unterschiedliche Waffen ausrüsten, die dann halt auch unterschiedliche Fähigkeiten haben. Naja, nicht ganz. So wie ich es rausgefunden habe, sowohl die E-Fähigkeit ist meistens betroffen. Und ich hatte anfangs das Ding. Ja gut, ja, heilt ein bisschen um 135, finde ich jetzt nicht so doll. Gut, wenn das Ziel unter 40% ist, dann heilt es halt mehr. 15 Sekunden Abklingzeit, naja, okay. So, hier, Gottesstab finde ich aber schon deutlich besser. Ich habe den auch schon live getestet. Finde ich richtig geil. Finde ich gut, die Fähigkeit. Okay, erstmal fällt es einem ins Auge. 25 Sekunden Abklingzeit, ist schon lang, aber es geht sich ganz gut aus. Denn wir verleihen, ja, meistens wohl dem Tank ein Schild. 1500 Schaden absorbiert, das ist gar nicht mal wenig, zumindest in diesem Levelbereich, wo ich mich hier gerade rumgimpel, so Level T4, T5 so, ist das echt gut. Und nach 4 Sekunden bricht das Schild ab und man heilt 5 Meter drumherum, auch nochmal um 196, also das heilt ja fast so viel wie das Ding hier, ne? So nochmal oben drauf, so von daher, ja, habe ich den Gottesstab mir jetzt mal, ja, leider gekauft, nicht selber gecraftet. Ich will aber bis T4 mir alles selber craften, aber das zieht sich halt, ne, das dauert hin, das dauert ein bisschen, und dann würde ich sagen, gucken wir uns die Folge heute mal, Dungeon Raid an. Wir waren gestern mit Twitch, auf Twitch unterwegs, waren ein bisschen, Dungeons rocken, ich als Heiler mit, und dann würde ich sagen, gucken wir uns das mal an, ne. 6, 8, 9, 10, haben wir ja schon ein Raid zusammen. Oh ja, ich finde diesen Gottesstab echt cool. Also die E-Fähigkeit, die ist echt krass. Finde ich. Finde ich schon. Also auch die 25 Sekunden Cooldown ist in Ordnung. Ja, naja, denn eigentlich könnte ich ja diese 3-Tage-Probe-Abo ja schon mal benutzen, ne? Eigentlich schon, ja. Kriegst du mehr Ruhm und mehr Geld und alles. Ja. Das wird aufaddiert, ja, mit den 30 Tagen. Das wird aufaddiert. Ja. Da haben sie dich ja ganz schön schnell geködert, ne? Mit dem hier, zahl mal was. Ja. Das stimmt. Ja, aber wie gesagt, es besteht ja immer die Option, dass man sich das auch erspielen kann, ne? Von daher kann man es sich ja später, wenn man dann auch ein bisschen mit dem AHA so ein bisschen handelt, dann kann man da bestimmt auch gut
ohne großartig Zeitaufwand gut Silber machen, ne? Könnte ich mir vorstellen. Ja. Ja, ich wollte mir mal eigentlich mal so eine Liste machen mit so die gängigen, sagen wir mal, erstmal T4 oder was, Stoffen. Schreibe ich mir die Preise auf, gehe dann in die Heimatstadt und guck, wie da die Preise sind. Und dann vielleicht probiere ich das mal aus. Stell dann mal ein paar Sachen rein. Wenn man ein paar tausend Silber macht, naja, dann lohnt sich das ja. Ja, also ich werde mir dann morgen mal in Ruhe jetzt hier so auf schnell ist. Ja, ist mir jetzt nichts, aber morgen werde ich mir mal das Dings machen. Das Premium. Hilft ja nichts, ne? Scheiß Gruppenzwang. Jo. Aber wäre irgendwie cooler, wenn man das irgendwie vielleicht noch in Gruppen einteilen könnte, diesen Raid. In Gruppen? Ja, naja, so irgendwie, dass man sagen würde, der eine Heiler halt Gruppe A, der andere Gruppe B. Ach so, ja. Damit hier nicht Overheal ständig entsteht. Achso, und heute hatte ich mir das Larik-Video angeguckt, werde ich mir nochmal angucken. Er hat auch gesagt, da ist ja hier dieser der World Boss, ne? Den könnte man auch abfarmen. Also braucht man aber halt auch einen Raid, ne? Ja. Tja, und die große Heilung, die gibt's erst mit Level 30, ey. Da ist ja noch ein ganz weiter Weg. Naja, aber obwohl, wenn man den jetzt sich mal auf eins langsam konzentrieren würde und das nur spielen würde, dann ja, würde man auch irgendwie mal vorankommen. Wir haben gar keinen Tank hier, ne? Nö, nee, irgendwie nicht. Wo ist der Loot? Verdammt. Kein Loot. Naja, war ja auch nur eine kleine Kiste. Ich hab so ein T4-Steinchen gekriegt. Ja, siehste. Dann kann man ja leicht sagen, ja, war ja nur eine kleine Kiste. Hab die T7-Axt bekommen, ne? Nichts Besonderes. Ja, wenn sowas Tolles droppt, ey, dann teilen wir das. Ach, Quatsch. Ich habe ja auch schon was Tolles bekommen. Wie, für einen Tank da dieses T6-Emblem, da, Artefakt-Ding, ne? Emblem? Naja, in der letzten Inni, da hatte ich doch dieses, für den T6-Tank, das Artefakt bekommen. Dass du das den Stab da oder die Waffe umwandeln kannst. Ach so. Ach, den Hammerkopf, ne? Mhm, genau. Genau. Oh, da ist ein Buch. Oh. Das ist für dich. Ja, Loot. 40.000 oder so. Oh yeah. Was ist das? Das ist Foliant der Einsicht des Adepten.
Kristall wurde es. 20.000, irgendwie so. Ah. Also, boah. Auf jeden Fall nicht. 10.000 Kampfruhm, geil. Oh ja. 10.000 ist ja gar nicht mal wenig. Ja, da müsste ich mir jetzt langsam auch entscheiden, wo ich das reinballer, ne? Ich meine, wenn ich jetzt eine Weile erstmal auf Heiler bin, könnte ich es ja auch ohne schlechtes Gewissen in den Heilerstab reinpacken. Ja, ich würde eh die anderen Klassen von Anfang an spielen, dann kriegt man Erfahrung. Mhm. Oh, jetzt sind wir schon drei Heiler. Ich meine, ich könnte auch umskillen auf Feuer. Hast du denn alles mit? Habe ich mit, ja. Ach nee, habe ich nicht mit. Ich habe nur die, die Platten-Sachen mit. Na, ich meine, noch kann mir ja nicht großartig was passieren. Von daher kann ich den Krempel ja mitschleppen. Ich meine, klar, kostet alles Traglast, aber naja, was soll's. Hier, guck mal, das grüne Ding ist von dem Druiden. Also vielleicht ist der Druide auch nicht so bad. Ja. Boah, die Clown ist hier gerade die Instanz, oder? Ja, deswegen ist Sache, also, nicht instanzierte Innis sind halt scheiße. Da klauen nicht ständig andere den Loot. Ist doch doof. Ich finde das gut. Jetzt in der Redzone könntest du könntest du dich flecken und die umhauen. Naja, aber ich weiß nicht. Wenn ich Raiden bin, dann will ich Raiden und nicht irgendwelche und nicht grinden, ne? Also wie grinden? Naja, wenn ich jetzt Raiden gehe, wenn man das als Raid bezeichnen kann, dann will ich ja Raiden und dann will ich nicht irgendwelche umhauen. Und wenn du während des Bosskampfes dann halt einfach mal von irgendwelchen umgehauen wirst. Oh, ich wurde nicht geheilt. Nee, ich bin denen jetzt hier hinterher gerannt. Hätte ich auch mal machen sollen. Wir haben halt einige gekämpft und nicht mal. Oh, Loot. Aber nicht für uns. Alter, was? Doch. Hä? Nein. Oh, Mann. Siehst du, genau das finde ich halt scheiße. Jetzt rennt die andere Gruppe da uns hinterher und die klaut uns immer die ganzen Bosse und den Loot. Ist doch kacke. Ist doch für den Arsch. Na, hier sind welche an mir vorbeigelaufen, aber keine Ahnung, ob das unsere Gruppe ist. Na, die sind türkis, unsere Gruppe. Und die anderen sind blau. Boah, hier ist voll der Loot. Kann ich den... Boah. Ah, hier ist einer gestorben, Alter. Ich kann den looten. Er damit. Cool. Hab ich den gekillt? Boah, der hat richtig viel... Alter, ich habe ihn richtig geplündert. Ein Ochse, ich habe einen neuen Ochsen. T4-Ochse. Da. Ja, danke. T4-Ochse. Habe ich sogar noch nicht mal. Ein T3 nur. Boah, Alter, ich kassiere aber richtig hier die Schellen. Bist schon wieder tot, Alter. Ja. Gestorben, ey. Da ist der Boss. Oh, yes. Und eine epische Truhe. Oh, ja, epic. Ja, damit. Kannst du mich heilen? Ja. Magst du jetzt reinzulaufen? Oh nein, der Ganja ist tot. Der Heiler.
Oh, ich auch gleich. Ich hab den Agro. Hallo, ich hab Agro. Ich glaube, da ist kein Denkmal übrig. Skyten. Er ist doch gleich down. Jetzt macht den doch mal down. Ja. Was ist denn das Problem hier, verdammt? Du hast ja überlebt, ne? Na sicher. Boah, Druidenrobe, T6, geil. Und Beschützerrobe T4. Nochmal. 4 und hier nur 1. Boah, das hat sich ja schon wieder gelohnt. Ich habe irgendwie so einen Arkanenkristall gekriegt. T5. Oh, die Beschützerrüstung hier, das die Spottrüstung habe ich bekommen. Muss ich mir gar nicht craften. Ja, ich glaube, das war's. Hey. Hey. The trunk, I open up, I saw my soul a good price out of sight, my whole guy.